So, hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge, denke ich mal, von Minecraft Time. Und zwar sind wir jetzt dabei, ins Ende zu gehen. Wir haben jetzt in der letzten Folge, haben wir alle Enderperlen zusammengekriegt, dass wir uns die Enderaugen craften können. Und jetzt haben wir hier schon mal alles vorbereitet. Ich habe hier noch ein bisschen Essen parat. Pfeile habe ich hoffentlich genug. Meine Rüstung soll eigentlich auch ausreichen. Schwert ist jetzt nicht das Beste. Der Bogen zwar auch nicht, aber ich denke, für das, was wir vorhaben, sollte es reichen. Und wir würden auch sagen, ich flachs hier nicht so lange rum. Wir begeben uns in die Tiefen. Extra alles spannend machen. So. Pass auf, jetzt kommt Creeper tot. So, hier ist nichts, aber da sind wir. So, also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Von mir macht das auch noch keine Geräusche. Sieben, acht, neun, zehn, elf und der letzte 12. So, perfekt. Jetzt können wir reingehen. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Wir wollen uns mal noch die hier. Die machen wir uns auch mal noch ins Inventar. Er kam einfach ein Zombie von hinten und hat mich einfach weggeboxt. Okay, so. Da ist die Ender Dragon Anzeige. Hat er nur den Bossbalken oder ist das bei meinem Bildschirm nicht perfekt eingestellt ist? Sage ich mal. So. Auf geht's in den Kampf. Ich grab mich extra hier so durch, dass ich hier auf jeden Fall nicht runterfliegen kann. So, dann geht's mal ab hier. So. Eins. So, da ist der Ender Dragon. Zwei. Von mir sind auch noch die Kugeln nicht so stark. Ja, wir haben ja noch nicht diese Partikel. Oh, der war zu lopsch. So. Einmal noch. So, dann hier. Okay, der war zu hoch. Der war auch zu hoch. So, der hat gesessen. So, der wird knapp. Nein. Oh, ist der zu hoch? Ich kann es nicht sagen. Muss ich mich jetzt echt ein bisschen hochbauen hier. So. Jetzt geht aber kaputt. Perfekt. Jetzt noch der hier. Boah, Alter, der hat richtig schön gesessen. So, zack. Und jetzt noch die zwei schweren. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist, da mit dem Sterben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir hier am Rand hochbauen. Und wir müssen es auf jeden Fall hier eine Wasserquelle hinmachen. Ich hoffe, ich sterbe nicht. So, hier machen wir die Wasserquelle. Oh lol, oh mein Gott. Okay, ist anscheinend nicht so krass. Okay, wir können einmal hier rund. Oh lol. Das war jetzt nicht geplant. Warten wir mal, bis wir ein bisschen Leben aufgefüllt haben. Vom der Ender Dragon macht ja noch gar keines. Oh lol. Oh mein Gott. Alter. Kommt er einfach angeflogen hier. Kommt einfach hinter meinem Rücken angeflogen. Oh. Oh mein. Nee, ich muss regenerieren. Ich laufe ein bisschen rum, dass ich regeneriere, dass ich wieder voll bin. Weil ich will jetzt wirklich. Enderman greift mich an. Enderman greift mich an. Ich sehe ihn nicht. Schnell Wasser. Oh Gott. Wenn einem eins nicht sich rettet im End, dann ist das Wasser. Weil jetzt kommt der hier nicht mehr hin. Zumindest mal vorerst nicht. So, und der Dragon, der fliegt hier noch rum.
So, jetzt bin ich gleich nochmal voll. Jetzt können wir uns gleich da hochbauen, hoffentlich. Aber ich finde es auch gut, dass der Ender Dragon nicht so krasse Sounds macht, weil das war damals, ey, das war richtig, oder mittlerweile ist das ja richtig übertrieben. Okay, das ging daneben von dem Drachen, das ist schon mal ganz gut. So, und wir bauen uns jetzt hier ganz schnell hoch. Oh Gott, oh Gott. So, komm, 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 komm. Oh, Alter, wie hoch geht das denn noch? So, perfekt. Und jetzt haben wir nur noch den Drachen vor uns. Jetzt müssen wir noch den. Diesmal lasse ich mich nicht hier so runterfallen. So, wir killen jetzt nur mit Pfeilen, würde ich sagen. Zack. Komm her. Zack. 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 Macht eigentlich da schon den Atem? Ah ja, macht er, aber der bleibt noch nicht auf dem Boden so. Komm, ich treffe dich ja noch irgendwie einmal in der Luft. Einmal werde ich das doch wohl hinbekommen. Oh lol, der Pfeil hat mich fast getroffen nochmal. Oh, ich habe ihn getroffen. Oh, ey. Krass. Macht mir einfach halbes Leben Schaden, ja. So. Ich treffe ihn noch. Kommt noch mal. So, komm jetzt, gleich haben wir ihn. Komm, der trifft. Ah, schade. Jetzt aber. Ja, der hat getroffen. Schön. Der war auch knapp. So, jetzt müssen wir ihn aber kriegen. Komm. Ich gehe noch ein Stück zurück hier. Nicht, dass der mich hier nochmal mit dem Atem klatscht. Ja, aber er fliegt halt auch. Er ist halt wirklich nur eine saukurze Zeit, ist er irgendwie oben. Also unten meine ich. Eine richtig kurze Zeit. So, beim nächsten Mal, wenn er kommt, ist er tot. Jetzt ist er tot. So, noch zwei Schüsse. Und tschüss, Enderdrache. Juppie! Da haben wir ihn. Wir haben es geschafft. In einer 6 Jahren alten Version. News regnet. Es regnet XP-Kugeln. Wie viel Level kriegt man hier? 40, 50, 60. 60, komm, 70? Boah, 70 Level. Geil. Boah, und hier ist noch eins. Ah, das hat aber nicht. Ja, hier ist noch was. So. Das wäre dann jetzt auch geschafft. Ja, erstmal hier wieder verkacken. So. Das heißt. Boah, da sind noch mehr Level. Oh mein Gott. Ist hier noch was? Fast 80 Level hat man. Kriegt man. Kriegt man heutzutage auch so viel Level daraus? 80 Stück? Echt? Waren das so viel? Und überlegt mal, hier ist gar nichts. Hier kommen keine Teile, keine End-City-Portale und alles Mögliche ist nix. Alles easy. Hier einfach nur das, sonst nix. Und das Enderdrachen ein natürlich hier oben. Das können wir aber jetzt nicht mitnehmen. So, dann würde ich sagen, springen wir nochmal rein und gehen zurück in die andere Welt. Oder wir brauchen eigentlich gar nicht in die andere Welt zurückzugehen. Das war jetzt. Das kleine Mini-Projekt von mir. Wir können aber nochmal vielleicht in ek, so extra hier. Oh, es ist Nacht geworden. In den. Oh lol. Ins Crafting-Menü gehen, um zu schauen, welche Items es überhaupt mal gibt oder welche es nicht gibt. Dass wir mal nochmal hier so ein kleines, ja, zusammenfassendes Feedback haben, was es denn nicht mehr gibt. Guck mal, zum Beispiel. Hier gibt es nicht das Schwarzeichenholz. Schwarzeichenholz gibt es nicht. Es gibt keine Birkenbiome. Gab es noch ein spezielles Holz? Dann Akazienholz gibt es auch nicht. Das sind schon mal so Sachen. Dann hier von den Steinen gibt es
auch die ganzen Lehmblöcke gar nicht und diese Prismarinblöcke, alles nicht da. Dann, was gab es hier? Dann halt natürlich die neuen von der 1.16. Die ganzen Schmiedetisch, Kartografentisch und so ein Kram gibt es alles nicht. Dann die Schalker-Boxen gibt es nicht. Es gibt keine verschiedenen Bettfarben mehr. Dann hier weiß ich nicht, ob du hast da, was sie da noch dazu gemacht haben. Dann, es gibt keine Zauntore in den verschiedenen Hölzern. Gibt es auch nicht. Es gibt nur das Zauntor. Genauso wie die Zäune gibt es auch nicht in den verschiedenen Farben, sondern nur in dem normalen Eichenholz. Dann hier die ganzen Zäune oder Steinmauern gibt es auch nicht in den verschiedenen Varianten, sondern auch nur hier in den zwei. Ich glaube, die anderen gab es auch nicht. Nee. Dann Türen gibt es auch nur zwei, also die normale Eichentür und halt die Eisentür und die Falltür gibt es auch nur normal, ohne die ganzen verschiedenen Holzarten. Dann hier natürlich genauso. Aber viel weniger, gar keine Blöcke. Ah doch, hier gibt es noch die Farben, das ist okay. Dann hier wahrscheinlich auch. Dann natürlich hier die Netherite oder wie auch immer, Netherite Pickaxe und die ganzen Netherite Sachen gibt es nicht. Dann TNT gab es wahrscheinlich nichts. Dann hier gibt es, glaube ich, auch noch eine Angel mit Pilzen oder was. Kann man auch, glaube ich, noch machen. Die gibt es hier auch nicht. Bogen, Armbrust gibt es nicht, genau. Dann natürlich Schwert gibt es auch, das Netherite-Schwert nicht. Dann die, ja gut, ich meine, die kann man eh nicht craften, aber die Drachenatemsflaschen und so, die ganzen Tränke davon gibt es dann auch nicht. Dann natürlich blaues Feuer, Lagerfeuer gibt es auch nicht. Haben wir alles nicht. Die Pumpkins, die sehen auch noch normal aus, also mit dem Gesicht drin. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so, das muss man ja mit einer Schere jetzt machen. Damit wir mal alles aufgelistet haben, damit die Folge noch sich ein bisschen streckt. So, dann hier, keine Ahnung, was es hier noch gab. Gar nichts irgendwie. Essen. OP-Goldapfel kann man sich nicht mehr craften. Das finde ich eigentlich schade, dass das nicht mehr geht. Das fand ich in der Version besser. Und das hier ist auch nicht mehr aus Gold Nuggets, sondern aus Goldblöcken. Nicht aus Goldblöcken, aus Goldbarren. Dann die Melone gab es auch schon immer. Karotte gab es auch schon immer. Also goldene. Hier die Sachen, da ist bestimmt auch noch was dazu gekommen. Rote Beete und der ganze Kram gibt es ja auch nicht. Dann die Beeren gibt es nicht. Dann die ganzen verschiedenen Fischarten. Es gibt gar keinen. Fische kann man eh hier nicht craften, ich bin dumm. Ja, aber die ganzen verschiedenen Fischarten gibt es nicht. Dann natürlich Netherite-Rüstung gibt es ja auch nicht. Dann Redstone, guck mal, wie wenig Redstone es gibt. Es gibt einen Schalter, es gibt eine Redstone-Lampe, es gibt hier noch die Stolperdrähte. Eine Redstone-Fackel, es gibt auch die Comparator nicht. Es gibt keine Beobachterblöcke. Es gibt nicht eine Golddruckplatte und eine Eisendruckplatte. Es gibt keinen Spender und wie gesagt, keinen Beobachter. Eine Jukebox gibt es auch noch nicht. Oder ist sie woanders? Und es gibt, ja gut, Sticky Pistons gibt, aber ja, also Redstone ist vieles nicht da. Dann hier, guck mal, hier gibt es sogar noch den Lore mit Ofen. Den gibt es eigentlich gar nicht mehr im Spiel, soweit ich weiß. Und zumindest mal nicht in der Bedrock-Version, weil, keine Ahnung, der wurde irgendwie nie benutzt, I don't know. Die gibt es, glaube ich, immer noch. Lore mit Truhe. Dann halt Trichter gibt es auch nicht. So, haben wir auch noch was. Es gibt wahrscheinlich auch vieles, was ich vergessen habe, aber das ist so das, was mir jetzt gerade so einfällt. Booster Rail und so gab es auch schon immer. Und hier nur ein Glas und das sieht noch so ganz anders aus von der Textur. Dann Wolle gibt es auch schon so. Dann natürlich hier die verschiedenen Farben, aber da gibt es eigentlich auch noch mehr, weil die haben ja jetzt gemacht, dass man Blau nicht mit Lapislazuli herstellen muss, glaube ich, sondern auch mit was anderem. Dann die ganzen Teppiche gibt es schon. Blumenvase, ah doch, hier ist die Jukebox. Ich dachte, die wäre bei Redstone wahrscheinlich, aber ja, dann ein Bücherregal, da gibt es auch noch bestimmt mehr. Bilder, Schilder gibt es auch nur eine Art. Hier die ganzen Blöcke gibt es auch schon, aber keine Redstone- und Kohleblöcke gibt es hier auch noch nicht. Aber Smaragdblöcke, Lapislazuli, Diamant- und Eisenblöcke, ganz klar. Und ja, hier die Eisennuggets gibt es auch nicht. Davon gibt es eigentlich auch welche, meine ich. Und ja, gibt vieles nicht. Und natürlich die ganzen Mechaniken, Blocken gibt es nicht mehr. Es gibt auch kein Schild. Viele, viele Sachen gibt es einfach nicht. So, aber ist ja auch klar, bei einer 6 Jahre alten Version. Aber ich muss sagen, ich fand es eigentlich, ehrlich gesagt, viel interessanter, dass Minecraft nochmal so
zu erleben, ohne diesen ganzen Sachen. Elytra gibt es auch nicht, habe ich auch noch vergessen. Weil, ich weiß nicht, mir kam es ehrlich gesagt auch schwerer vor, das jetzt irgendwie. Ich weiß nicht wieso oder ob ich einfach nur ein Newbie gerade war, aber mir kam, was die Höhlen, also das habt ihr zwar teilweise nicht gesehen, aber wenn ich mal in Höhlen war und da gemeint habe, die ganzen Mobs, da sind teilweise Creeper einfach so von der Decke gefallen, random, und sind dann hinter mir einfach explodiert ohne Vorwarnung. Das war dann auch sowas, wo ich mir gedacht habe, ey, was ist denn da jetzt los? Das mittlerweile, wenn ich das in dem neuen Minecraft mache, das passiert mir gar nicht mehr. Sowas gibt's gar nicht mehr irgendwie. Das sind auch so Sachen, das fehlt mir irgendwie sogar, muss ich sagen. Auch wenn es nervt, aber ich weiß nicht, das hat das ein bisschen spannender gemacht, wie wenn du einfach nur überall durchrennst und, weiß ich, farmst einfach gechillt, ohne irgendwie Angst zu haben, dass dir gleich ein Creeper hinter dir in die Luft fliegt. Und ja, natürlich, die Skelette und so können auch, glaube ich, keine Rüstung und alles tragen, das gibt's auch nicht. Dörfer sehen alles anders aus. Und ja, da auf die Dörfer sind wir jetzt zwar nicht großartig eingegangen, wir sind ja am Anfang mal kurz dran vorbeigelaufen, aber auch das mit der Bibliothek, sage ich mal, von diesem Haus, wo wie heißt der, Librarian drin ist, mir fällt es auf Deutsch nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. Und guck mal, da ist ein Zombie-Pigman rausgekommen. Und die gibt's auch nicht mehr. Das finde ich traurig, dass sie die rausgenommen haben, die alten Schweinis. Arme Schweinis, aber ihr werdet immer in Erinnerung bleiben. So, aber damit wir einen auch noch gekillt haben, müssen wir die auch noch killen. So. Aber, naja. Und die Biomgeneration ist, ja, wie wir es sehen, komplett für den Arsch. Naja, aber hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr hier zugeschaut habt. Und Banner gibt's nicht. So. Jetzt müssen wir aber bald alles haben, was es nicht gibt. Und ja. Dann würde ich einfach sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen nach oben da lassen. Und ich hoffe, dass generell das Projekt hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen. Würde mich auch sehr freuen. Oder was ihr euch vielleicht noch wünscht als nächstes Projekt von mir. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag oder schönen Abend, wann auch immer ihr das Video guckt. Und dann war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich bei jedem fürs Zuschauen. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Video. Ciao.